Wir kommen in der Schweiz, genauer in der Region Luzern, Waggis und Vitznau. Da starte ich mit einer Velotour mit dem E-Bike Richtung Vitznau. Der See sieht nicht nur schön aus, sondern da gibt es auch Fische drin. Und die kann man essen. Das sind die Fischknusperl. Nach einem genussvollen Halt im Restaurant des Hotels Flora Alpina in Vitznau fahren wir wieder zurück nach Waggis. Während unserer Entdeckungsreise in der Region Waggis-Vitznau-Rigi wohnen wir im Wellnesshotel Rösli in Waggis mit Blick auf den Vierwaldstätter See. Der nächste Halt ist der Haldihof. Wir sind hier auf dem Haldihof in Waggis. Ich bin Muff Bruno. Und wir tun hier alles, was hier wächst, an Äpfel, an Krise, an Beeren, veredelt so wunderbare Produkte wie Gin, wie Destillat, wie Essige. Ein weiterer Ort für ganz tolle Edelbrände ist die Brennerei der Familie Stalder. Also wir sind Familie Stalder, Langenzihl, Brennerei Stalder. Wir dürfen vor allem den Wiebrünn und den Wie Williams verkaufen. Das ist unser Hauptgeschäft. Wir haben aber auch Kirsch und Zwetschgen und verschiedene spezielle Brennhäuser. Wir sind mit der Seilbahn von Waggis nach Rigi Kaltbad gefahren. Und von hier aus geht's dann weiter mit der Bahn bis hoch zum Kulm. Ich möchte euch begrüßen. Es freut mich, dass ihr auf die Albkäser Holz gekommen seid, auf den Königen der Berge, von der Rigi. Und das ist unser Käsereibetrieb, wo wir die Milch rund von 200 Kühen verarbeiten und von etwa 60 Geissli, die Geisskäse dort machen. Die Käseschnitte müssen wir unbedingt probieren. Und weiter geht's Richtung Rigi-Staffel. Die Region Waggis, Vitznau und Rigi hat sich als eine super sympathische Feriendestination entpuppt. Tipps dazu und Adressen mit Links gibt's im Blog. Liken nicht vergessen und abonnieren!